Ciao, nächste Runde, nächstes Glück. Ist das Spiel aber eilig, hä? Okay. Wir können von links kommen. Also von links schräg. Westen. Ich glaube, da kommen sogar die Schüsse her. Ob ein Pferd was gewirrt hat, das war ja allerdings nicht, ob das... Umgebungsgeräusch war oder sie ein Gegner? Da bewegt sich auf jeden Fall was in diese Richtung. Die Schüsse kamen jetzt eher aus dem Krematorium.
Totenacker. Ja gut, da hat er einen Clou weniger, deswegen hat er Bitching geholt und ist wahrscheinlich auch jetzt auf dem Weg nach Totenacker. Ja, da ist es doch. Überall Krähen. Eine Scheißsituation für denjenigen. Tja, ich würde sagen, dann warten wir mal ab. Alles andere macht jetzt nicht wirklich Sinn. Können noch ein bisschen näher rangehen. Das Problem ist, dass es natürlich Dutzende Wege gibt, jetzt um rauszugehen, ne? Oh, rechts hat nur einer aufgenommen. Dann sollten wir doch dahin laufen. Mein Einbauen reicht mir ja. Ich muss ja nicht zwei haben.
Verfolger. Mann, komm hier, ich muss hier raus. Ah, da geht's raus. Aus Nordosten, da lang muss ich. Der Ausgang. Puh, knapp Kiste. Er ist nicht zu sehen bis jetzt. Nee. Nee, versuch dort nicht mal weiter zu verfolgen. Okay, super. Ein Bounty aufgenommen. Schöne Runde. Auch ohne Kill. Schön, du kannst ruhig weitergehen. So, hallo und willkommen. Wir sind unterwegs auf der Safe Tour. Half-Round mit dem heute angefangenen Charakter. Das ist die zweite Safe-Round. Die erste Safe-Round ist ohne besondere Vorkommnisse verlaufen.
Wie man hört, die hier wird nicht so ohne Vorkommnisse sein, weil hier geht's schon ganz böse ab. Und ich ohne vernünftige Waffe unterwegs. Typischer Spawnfight gerade vor mir. Da war jemand im Rage-Modus, hä? Guck, ob derjenige allein unterwegs war oder ob der wirklich... so ein Bomborium hier veranstaltet hat. Ich meine, wie doof muss man sein? Der hat das Spiel nicht verstanden, der da gespielt hat. Mal Lawson. Sagen wir gehen Lawson, oder? Oh, nochmal Punkte. Die Schüsse kommen von Lawson, würde ich sagen. Ah!
Ich möchte betonen, dass ich also sehr, sehr lange schon mit dem Bogen nicht mehr gespielt habe. Vertrudeln wir uns da hier ganz leise.
Jo. Könnten wir uns eigentlich noch einen Fettig zum Schwingen suchen? Oh, hier noch. Oh, Fetti. Das war kein Fetti. Das war kein Fetti. Egal. Nicht ganz egal. Ich habe soeben quasi Dynamit verschwendet. Scheint rüber zu gehen. Dann ist es ja ganz gut, dass wir rausgehen. Gegen zwei Duos antreten, um Achimir-Duos zu sein, das macht nicht wirklich Sinn. Von daher lassen wir es mal an der Stelle gut sein. Aber immerhin, ein Kill, eine Safe-Round, weiß ich nicht. Leider kein Fetti gesprengt, das war leider mich verguckt. Aber das brannte schon, ich konnte nicht mehr wechseln. Ihr habt hier gesehen, ich habe es doch versucht. Reicht natürlich nicht. Das war ein Duo, dann war das andere auch ein Duo. Gut, es war ein einer Duo, ne? Also mit einer Level. Ja. Aber trotzdem, zwei gegen einen ist immer blöd. Und wie gesagt, Safe Round. Ich wiederhole es nochmal gerne. Safe Round ist nun mal Safe Round. Und da muss man seinen Charakter nicht unbedingt riskieren. So, wir nehmen mal Doppelhand at Hand. Könnten auch ein Quartiermeister, warum? Ne, wir machen Doppelhand. Doppelhand, Doppelhand, Doppelhand. Da ist er.